Pro Security präsentiert 061 Live. Soto Co. hat er bis jetzt die meisten von seinen 25 Profikämpfen gewonnen, der Bratalo-Schwergewichtsboxer Arnold de Cobra Cercei. Am Samstag kämpft er in der Joggeli-Halle um seinen ersten Titel. Es ist das der Europameistertitel und darum ist er jetzt hier im 061 Live Sport. Der Arnold Cercei, guten Abend. Guten Abend. Zusammen mit seinem Manager und Trainer Angelo Gallina. Guten Abend. Arnold Cercei, was ist der Plan am Samstag? K.O. nach wie vielen Runden der Gegner? Also für den K.O. steige ich nicht im Ring. Ich hoffe, dass es gut läuft. Ich bin jetzt gut motiviert. Ich habe ein gutes Abschlusstraining absolviert. Und ja, es ist einfach alles nach Plan gegangen, so wie es wir geplant haben. Und ja, ich bin jetzt voll motiviert für den Kampf jetzt. Also Sie spekulieren nicht auf den K.O.? Du, der K.O. kann man nicht allein. Also ich plane nicht immer, wenn ich boxen gehe, dass ich K.O. gewinne und so. Jetzt habe ich jetzt für 12 Runden mich vorbereitet und 12 Runden soll auch ein Kampf sein für mich aus. Also von dem her bin ich recht gut. Aber nach 19 K.O.-Siegen in 25 Kämpfen? Da erwartet die Leute wahrscheinlich schon ein bisschen. Ja, das muss wieder schnell gehen. Ja, es ist schon so, dass die Leute warten und so. Aber ich muss nicht auf Leute zuhören, was sie vielleicht sagen, sie, ob es zweite, dritte oder vierte Runde K.O. gibt oder so. Nein, ich kann auf meine Sache dort und ja, Glück nachher, dass ja, wie der Kampf nachher so ausgeht. Also. Der K.O. kommt vor allem. Ja, wissen Sie noch, wenn Sie zuletzt nicht nach K.O. gewonnen haben, sondern nach Punkten, wenn das gesehen ist? Das ist jetzt vor dreieinhalb Jahren, ja. Also haben Sie noch Erinnerungen an den Kampf? Ich habe da noch Ausdruck, 2011 gegen Gabor Farkas. Genau. Über 8 Runden gegangen. Genau, jawohl. Ja. Jawohl. Angelo Gallina, Sie sind der Manager, der Promoter von diesem EM-Kampf, haben das eingefädelt, veranstaltet die ganze Sache. Wie viele Billette haben Sie schon verkauft? Also ich selber keinen, das macht ja der Vorverkauf vom Ticket Corner und von der Jakobshalle. Zurzeit, aktuelle Stand sind etwa 400 und das ist eine sehr hohe Quote. Ja, jetzt sehen wir haben wir gerade gesehen, Bilder vom Sparring, von der Vorbereitung von Arnold Cercei. Das ist ein Teil, was Sie zurzeit gemacht haben, die Vorbereitung auf den EM-Kampf. Wie wichtig ist so ein Sparring? Also gut, die Vorbereitung auf den 12-Runden-Kampf hat nicht heute oder gestern und im August angefangen, sondern schon vor 2 Jahren. Weil er kämpft um erstmal 12 Runden, das ist eine Wahnsinnsdistanz auch. Die letzten Kämpfe waren 8 Runden gewesen. Das ist praktisch 50% mehr und von das haben wir jetzt hart zugeschafft. Sparingsphase ist ein Teil vom Training und haben wir dort diesmal zum ersten Mal auch können Leute einladen über längere Zeit. Und die sind dann auch gut bearbeitet worden. Eben, man hat es gerade noch gesehen am Schluss, es ist nicht ob jetzt die Hand ausgerutscht. Im Sparring geht es ja glaube ich nicht unbedingt darum, dass man den anderen K.O. schlägt. Das ist schon so. Also wir sind in Schwergewicht und durch dem, dass wir versuchen auch schnell zu arbeiten und so und wenn ein Treffer sich angibt, dann dass der Gegner betroffen wird und sich nicht gerade wohlfühlt. Aber wie schwierig ist es denn im Sparring, sich zurückzunehmen und nicht voll zuschlagen? Es ist nicht einfach. Man hat Gegner, die versuchen, sich langsam und technisch zu schaffen. Es gibt Gegner, die sich von Anfang schnell dran gehen. Und ja, mit denen ist es einfach ein bisschen schwierig, mit denen zu halten. Oder? Man versucht schnell nachher auszuweichen und dann passieren nachher die Schläge. Wie haben Sie die ausgesucht, die Sparringpartner? Ja, erstens mal nach Verfügbarkeit. Sie sind ja nicht alle so verfügbar. Nach Finanzierbarkeit auch. Und sicher auch die Auslage, das gleiche Gewicht, der gleiche Rhythmus, der gleiche Kampfstil. Wir haben auch, also, man lässt sich hier nicht in die Karte schauen. Nein, man weiss auch nicht, wer der Klitschko im Sparring hat und so. Das ist auch Stillschweigen vereinbart. Oder wir haben schon die Selektion nach dem Gegner gemacht und nach der Disponibilität auch. Jetzt haben wir es vorher noch von den Billettverkäufen gehabt. Ja. Sind wir gerade unterbrochen worden wegen Sparring und so weiter. 400 haben Sie gesagt, sind verkauft. Ja. Mit wie viel rechnen Sie schlussendlich? Also ist man hier im Soll mit 400? In der Joggeli-Halle, in der grossen? Ist noch. Wir sind in der grossen Joggeli-Halle. Es ist ja so, dass nicht die ganze Halle zur Verfügung steht. Wir haben nur die Hälfte von der St. Jakobshalle. Wir wären froh, wenn 1500 Leute würden kommen. Wir haben bei der letzten Veranstaltung jeweils ausverkauft gehabt, 600, 800. Wir haben in der Markthalle vor 2 Jahren haben wir 1100 Zuschauer gehabt und 1500 finde ich auch, jetzt avisieren ist machbar. Und ich glaube auch, es ist zum ersten Mal Titelkampf
einen eigenen Titelkampf mit einem eigenen Boxen. Auch das ist so eine Sensation. Und auch im Schwergewicht. Auch das ist attraktiv. Es ist auch ein Rahmenprogramm mit 10 Amateurkämpfen und 3 weiteren Profikämpfen. Also es läuft hier unter Boxeo? Es läuft unter Boxeo. Das heisst, es hat auch einen Kulturbeitrag. Wir haben mit einem Show-Act, mit musikalischer Beilage, mit einer Kulturbeilage wird der Rahmen noch ergänzt. Auch die Leute sollen ein Erlebnis haben, die sollen dort 4 Stunden können essen, trinken, Musik, Boxen schauen und sich vergnügen. Mit dem Höhepunkt natürlich. Am Schluss hoffentlich mit einem richtigen Sieger. Auch, ja. Gegen Adnan Rezovic, so heisst der Gegner. Ja. Das ist jetzt nach 25 sogenannten Aufbaukämpfen eigentlich Ihr Karrierehöhepunkt, kann man sagen, bis jetzt. Sehen Sie das auch so? Das ist schon so. Also, es ist gerade ein spezieller Kampf für mich. Und da sieht man nachher, wenn ich den Kampf gewinne, dass ich auch medial in der ganzen Welt bekannt werde. Und für mich ist das auch ein grosser Schritt, also auch in der Boxszene so in der Welt. Also wenn wir dann einen Gürtel kaufen haben, bis jetzt haben Sie noch keine Gürtel daheim. Genau. Also ich habe damals, als ich Amateur-Schweizermeister wurde, bin, habe ich so 2-3 kleine Gürtel und okay. Jetzt hoffen wir den grossen Gürtel. Genau. Wie gross ist jetzt so die Anspannung bei Ihnen, 4 Tage vor dem Karrierehöhepunkt, wo man jetzt auch jahrelang darauf geschafft hat? Also ich habe immer gesagt, ich vorbereite mich immer gleich für einen Kampf. Also ich nehme nicht jetzt letzter Kampf oder jetzt. Also ich nehme jeden Kampf gleich und für das habe ich immer gleich trainiert. Und der Kampf jetzt, wo auch 12 Runden ist, habe ich auch jetzt mich gut für 12 Runden vorbereitet. Und eigentlich sollte nicht schief gehen und soll alles perfekt laufen, so wie wir jetzt geplant haben und gemacht haben. Ja. Ich kann vielleicht ergänzen, es ist nicht immer wie bisher gesehen. Wir haben im Juni haben wir den Fritz Duneck hier, den Erfolgstrainer, der 18 Jahre den Klitschko betreut hat. Wir haben uns von ihm noch Briefe, er hat ihn auch begutachtet, hat Sparring gemacht mit Weltspitzenleuten. Wir haben unseren kubanischen Spitzencoach hier gehabt, der ihn noch getrimmt hat nach der Hochzeit wieder. Genau, Kiroten hat er ja. Kiroten hat er auch noch. Das war auch ein Teil von dieser Vorbereitung. Es war geplant. Aber die Ferien, das Honeymoon ist noch nicht passiert. Er kommt nachher. Er kommt hoffentlich nachher. Das werden wir schauen. Okay, wir haben einen ersten Anrufer in der Leitung, weil es ist ja eine Sendung, wo man anrufen kann, mitdiskutieren und eben Fragen stellen an die zwei Herrschaften hier. Herr Hollenstein, guten oben. Ja, Herr Hollenstein, jetzt dürfen Sie Ihre Frage stellen zu unseren Gästen im Studio. Ja, guten Abend miteinander. Mein Name ist Peter Hollenstein, ich kenne den Arnold und auch den Angelo. Ich habe Sie mal vor ein paar Jahren eingeladen im Fitnessstudio zu Birsfelden. Ich kenne auch den Herrn Plattner. Er ist schon mal in der Schweiz im Bankdrucker für mich gekommen, Bangen an der Aare. Was mich mal würde interessieren, der Herr Duneck ist ja, wenn ich gehört habe, mal ein, zwei Wochen im Boxkeller zu Basel gesehen und hat Arnold trainiert. Ich habe auch gelesen in der Zeitung über seine Qualität, was mich mal interessiert. Das ist ja ein Weltklasse-Trainer, was er eigentlich über Qualitäten von Arnold aussagt und was er auch sagt, was er, wie weit er es noch bringen kann mit seinen Qualitäten. Das ist meine Frage. Hallo Herr Hollenstein, merci für Ihre Frage. Der Herr Duneck hat sich sehr differenziert geäussert. Er ist gesagt, dass wir sehr gut geschafft haben bisher. Was ich auch schön gefunden habe, dass es extern, ohne dass man ihn für das gebeten hat, das so angenommen hat. Und zum einen hat er gesagt, klar, dass der Klitschko zurzeit unschlagbar ist. Das haben wir auch zur Kenntnis genommen. Und dass wir sicher noch mehr an der Dynamik noch arbeiten und ein paar Sachen verbessern, das ist ganz selbstverständlich. Aber er hat auch gesagt, dass bisher die Aufbaukämpfe und so, auch die Art und die Technik, die er sich erweitert hat, die Auslagenwechsel, mit dem ist er recht zufrieden gewesen. Ja, also der Fritz Duneck, der Trainer, der Grozi, plus Sparring natürlich, das sind so Sachen gewesen, wo sie sich eben vorbereitet haben auf einen Kampf am Samstag, auf den EM-Kampf und sein Gegner, der Gegner von Arnold Cercai, das ist der 37-jährige Bosnier Adnan Rezovic und wir wollen mal schauen, wie er sich so präsentiert im Netz.
Arnold Čerčaj, was wissen Sie über ihn? Also persönlich kenne ich ihn nicht. Ich habe nur jetzt, als ich mitbekommen habe, dass der Kampf frei geworden ist, dass ich jetzt muss gegen ihn boxen muss. Ich habe ein paar Videos von ihm gesehen und er ist ein Kämpfer. Er hat bis jetzt auch alle Profikämpfe gewonnen im Boxen und er hat auch viel Kickboxen und Thai-Boxen auch in seiner Karriere gemacht und dafür ist er ein erfahrener Boxer und weiß, wie er muss kämpfen. Also er ist, aber er ist schon 37, Sie sind 29, was heisst das für die Ausgangslage? Also, ich habe Sparring gemacht mit Klitschko, wo er älter der Klitschko als er ist und man hat gesehen, dass der Klitschko topfit war, auch mit 40. Und ich habe damals den Tony Thompson auch mit 43, mit ihm habe ich Sparring machen. Und ich habe gesehen, dass die Leute auch fitter sind als viele, die 25 sind. Oder, ja. Wir haben einen nächsten Anrufer in der Leitung, es ist das der Herr Dünner. Guten Abend. Ja, guten Abend. Sie können Ihre Frage jetzt an Angelo Gallina und Arnold Čerčaj richten. Also meine Frage geht im Prinzip an beide. Ihr habt jetzt 25 Kämpfe gehabt, das sind doch ein paar Jahre. Wie bereitet man sich oder wie intensiv ist das Warten auf den wirklich der entscheidenden Kampf? Also jetzt sind wir 5 Jahre in diesem Business, jetzt Profi-Boxer und ja, also lang. 25 Kämpfe sind nicht wenig, jetzt ist die Zeit gekommen. Aber es ist, für mich ist auch anstrengend gewesen. Also ich muss sagen, mehr als 5 Jahre bin ich in Ferien gewesen. Also ich habe immer Glück gehabt, dass im Training blieb, dass irgendwo noch jemand Anruf kommt und sagt, los, boxen wir. Oder durch das, dass man muss immer einfach im Ball bleiben, damit ich da bin und wenn es einen Kampf gibt, damit ich sofort kann boxen kann. Das sind 6 Jahre gewesen, 25 Gegner. Jetzt hat es aber immer auch Stimmen wieder gegeben, die auch Ihnen gegenüber gesagt haben, ja, das ist nur Fallobst, böse Stimmen. Oder gesagt haben, ja, das sind jetzt noch nicht die Grossen. Wenn kommt endlich einmal ein Grosser, starker. Wie ist das jetzt aus Ihrer Sicht? Und aus Ihrer Sicht am Samstag ist das einer wirklich auf Augenhöhe? Also, ich meine, man muss auch Fallobst gewinnen, hat der Fritz Thune gesagt. Und sind ein paar schon gescheitert an so Aufbaukämpfen. Man muss das Box-Business auch ein bisschen verstehen, auch, dass man kann nicht als ersten Kampf einen Spitzenkampf haben und so einen Aufbau auf 12 Runden, das braucht Jahre. Das braucht Jahre, da gibt es keine Abkürzung, auch für uns nicht. Und wenn man das anschaut, auch was für eine Qualität der Arnold boxt, dann wäre er jetzt nicht das Nummer 50 von der Welt, wenn er nicht gute Leute boxt hat. Dass man klar, und das Ziel ist nach vorne kommen, und da muss man sich wie beim Tennis auch ganz langsam vorne boxen, und er boxt immer wie bessere Leute. Das ist der beste Gegner, den er jetzt hat bisher, von der Position her und auch von der Qualität her. Und dann geht's weiter. Und wir sehen, der Blick ist nach vorne gerichtet, aber jetzt ist zuerst mal der Fokus auf den Samstag ausgelegt. Und alle die sagen, Fallobst, die sollen sich ja selber doch mal in den Ring stehen und das erledigen. Sie haben den Titelkampf eingefädelt, Sie haben auch den Gegner ausgewählt, wenn mich alles täuscht, eben der Adnan Rezovic aus Bosnien. Das ist nicht ganz korrekt, es ist so, es ist ein EBU-Titelkampf und EBU schreibt vor, welche zwei Boxer da können boxen. Also es war ein freier Titel gewesen. Und wo der Anruf kam, ist, dass der Bosnien auf dem Ranking ist, er war Nummer 7 gewesen, Arnold war Nummer 5 gewesen. Und da haben wir gesagt, ja, machen wir. Also wir haben es zuerst abgesprochen und haben gesagt, machen wir. Und wir sind in dieser Kategorie, wo es Russen hat, Ukrainer, Kasaken, Bulgaren. Und das sind, weiss Gott, auch die besten Boxer auf der Welt. Und dort haben wir in dieser Kategorie haben wir jetzt die Gelegenheit genommen, die haben wir genutzt. Und das ist, wir wären dumm gewesen, wenn wir es nicht gemacht hätten. Wie gross schätzen Sie aber das Risiko ein, dass Ihr Schützling das erste Mal verliert im Profibusiness? Ja, ich glaube, ich rechne, also das Risiko, man muss auch mit einer Variante B rechnen, auch wenn sie so unangenehm ist. Ich mache das eher im stillen Kämmerli. Mein Ziel ist gewinnen, wir machen alles dafür, dass wir gewinnen auch. Und eine Niederlage beim Schwergewicht ist sehr schnell passiert. Da können Sie auch den Herrn Klitschko fragen oder den Mike Tyson, da lenkt ein Pfust und dann ist die Sache erledigt, oder? Jetzt sehen wir hier gerade das Plakat vom Samstag, eben Europameisterschaft im Schwergewichtsboxen ist das. Jetzt ist die Europameisterschaft, das ist ja ein bisschen eine Sache mit diesen Verbänden. Es gibt verschiedene Verbände im Boxen, Arnold Čerčaj. Der Titel, den Sie jetzt drum kämpfen, das ist der EU-Titel für Kämpfer oder für Boxer, die nicht in der EU eigentlich sind.
Wie gross ist der? Wie ist der einzustufen, das Prestige, das der Titel mit sich bringt, wenn man den holt? Also die Boxen geht immer Schritt für Schritt. Also, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh und glücklich, dass jetzt mir die Chance gekommen ist für den Titel. Und nach dem können wir immer weiter schauen, also eins nach dem anderen. Und ja, mein Ziel und ist ganz nach oben. Es ist der gleiche Titel, den auch der Yves Studer Box hat und alle anderen Schweizer Boxen. Auch dem ist nichts auszusetzen eigentlich. Und wie gesagt, das ist ein Zwischentab, aber eine wichtige Zwischentab. Es ist ein Titelkampf, das merken wir auch in der Resonanz auch. Ich kann sagen, dass die Basler Boxgeschichte, wie sie da existiert, es ist der erste Titelkampf überhaupt, wo je Basler bestritten hat. Es ist in der Schweiz zum ersten Mal ein Schweizer Schwergewichtler mit Lizenz, mit Schweizer Lizenz, der den Titelkampf bestritten. Und Basel selber hat ja auch schon in den Anfangs 50er Jahren so einen tollen Boxer gehabt. Der Karl Müller, habe ich glaube ein Bild noch gefunden, hier mitgenommen. Das muss ich das mal anheben. Das ist der Karl Müller gesehen von Biersfelden. Der hat ähnliche K.O.-Quote gehabt wie der Arnold. Das ist auch ein Schwergewichtler. Das ist auch ein Schwergewichtler gewesen. Man glaubt es fast nicht. Der hat 360 Kämpfe gemacht und 240 durch K.O. gewonnen. Und er ist der einzige Boxer, der die Schweiz je gehabt hat, der auch Olympiamedaille gewonnen hat, eine Bronzemedaille in London 1948. Also Basel hat eine Vorgeschichte. Jetzt geht es darum, dass wir eine Fortsetzung finden. Und das hockt hoffentlich neben mir. Ja, also 25 Profi-Boxkämpfe hat der Arnold Schercheid bis jetzt bestritten, 25 davon gewonnen und 19 davon durch K.O. Jetzt schauen wir ein paar Bilder an, wie das am Stand gekommen ist und zu und her gegangen ist. Ja, Arnold Schercheid, was geht denn so durch den Kopf? Wenn Sie die Bilder sehen, wie Sie da die Gegner reihenweise ausnocken. Ja, ja. Ich bin das gar nicht sehen. Also ich nicht da drin. ja, es sind so gute Momente, gerade wenn man das gerade im Ring selber erlebt. Also. Aber das Schönste ist auch, wenn man sich am Schluss mit Gegnern sich begrüßt und alles sieht und dass es gesund ist und keine Verletzungen hat und ja, dass er nächsten Tag wieder kann laufen oder ja, ich. Ja. Also. Ja, das verstehen die meisten auch. Das sehen sie eben nicht, was passiert. Die zwei Boxer gehen und zusammen essen. Mit dem Finn, der so spektakulär gefallen ist. Am nächsten Tag haben wir eine Stadtrundfahrt gemacht, haben wir das halbe Loch gezeigt und so. Also wir haben also Boxen hat auch sehr soziale Seiten. Die gehen rein, in den Ring rein, die wissen ganz genau, was ihnen bevorsteht. Es geht Sieg oder Niederlage. Fair, sportlich und nachher ist die Sache fertig. Also alles andere macht keinen Sinn. Ja, ich würde gerne ein bisschen über Arnold Schercheid persönlich reden und über eure Beziehung, die sich seit 6 Jahren sich intensiviert hat, wo sie zusammen unterwegs sind. Sie sind jetzt auch noch geheiratet seit dem Sommer. Was sagt eigentlich ihre Frau dazu, wenn sie eben so Bilder sieht von ihnen im Ring? Also selber live hat sich noch nie erlebt, aber sie wird jetzt kommen und mich unterstützen natürlich. Und ja, also sie steht voll hinter mir und das ist für mich auch gerade so eine Motivation, wo ich auch jetzt neben mir habe. Oder? Und das sagt sie zu der zweiten Ehe sozusagen mit ihrem Trainer Angelo Gallina, wo sie wahrscheinlich sehr viel Zeit verbringen auch. Ja, es ist schon so jetzt momentan, obwohl ich jetzt geheiratet bin und so, aber ich sehe jetzt gleich wie der Angelo und meine Frau. Also durch den Tag sehe ich den Angelo und so bei meiner Frau. Also, ich bin im Boxkeller und der Angelo ist auch mit mir und so komme ich heim an meine Frau und das ist auch schön. Es ist, der Kreis hat sich erweitert auch, seine Frau ist jetzt dabei, das finde ich ein wichtiger Schritt auch. Dann weiss ich auch, wenn er nach Hause geht, dann weiss ich, wo er ist. Das ist für mich auch noch praktisch. Hat sicher auch Vorteile. Es kann auch dazu führen, dass es zu einer Festigung führt auch. Und ja, das auch schon gemerkt. Das hat sicher die Hochzeit, das hat mir auch leid da. Die Hochzeit haben wir verkürzen. Also hat mir während der Hochzeitszeit noch müssen trainieren. Ja. Oder hat sollte. Und nachher wieder ansetzen. Das ist die Kehrseite von diesem Business. Wir können keine Pause machen. Wir können uns keine Pause erlauben. Wir müssen jetzt weiter, wir müssen dranbleiben. 6 Jahre Aufbau, ohne Ferien, haben wir vorher gehört. Und für mich auch. Also ich gehe jetzt, meine letzten 3 Wochen ist jetzt fast rastlos. Auch gehe schlafen, ich arbeite weiter. Das Ziel ist, dass wir für Basel eine tolle Veranstaltung machen. Das Ziel ist auch, dass wir da eine Ausstrahlung nach Hause bringen. Und der Kampf ist auf dem Fokus von ganz vielen Boxpromotoren. Ich habe jetzt schon Anfragen für nächste Kämpfe. Und ich habe gesagt, Namen? Darf ich nicht sagen, ich weiß noch. Größere Namen als Adnan Rezovic.
Ich finde, Adnan Rezonic ist ein grosser Name schon. Er ist beim Felix Sturm im Stall, hat professionelle Verhältnisse, hat sicher eine andere finanzielle Situation als mir auch. Er hat eine ganz gute Sparingszone in Kroatien unten, sind die besten Boxer für mich in der Welt. Man muss das nicht unterschätzen. Er hat auch sehr gute Leute im K1 geschlagen. Also der, der ihn unterschätzt und die, die so Witzchen machen über ihn, die haben wirklich nicht viel Ahnung. Ich muss das mal genau anschauen, was der mitbringt. Das ist nicht der Klitschko, aber es ist auch nicht der Flöte oder eine Banane. Sie haben es gerade angesprochen, er ist beim Felix Sturm unter Vertrag, den Namen kennt man auch, Weltmeister. Ist das nie zur Debatte gestanden, dass Sie einmal gesagt haben, ich würde mal in einen grösseren Stall wechseln, also jetzt nicht despektierlich Ihnen gegenüber gemeint, als nur unter Angelo Gallina seine Fittich zu sein? Bis jetzt schaffen wir korrekt und nach Plan, so wie wir es machen, aber es kann irgendwie vielleicht einmal kommen, dass wir vielleicht mehr zusammen auch in einen grossen Stall gehen oder sich irgendwie das alles bindet, oder? Aber jetzt, erst nach dem Kampf. Was weiter, ja. Also das würde ja vielleicht Sinn machen, so wegen Sponsoren, Trainingsmöglichkeiten. Man muss auch ein bisschen die Boxgeschichte mal genau anschauen. Wir sind beim Universum gesehen, ist einen Monat später ist der Konkurs gegangen. Wir sind beim Sauerland gesehen, der macht jetzt auch langsam dicht an, der steigt aus. Man muss dort an, wo man finanziell überlebt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Boxen. Wir sind dran und wir werden sicher, wir sind schon an Verhandlungen mit Kooperation. Wir können das nicht ganz allein stemmen. Ich muss aber auch sagen, dass man bis jetzt gemacht und dass er sich gut verhebt hat. Wir sind nicht verschuldet, das ist ein wichtiger Kritikpunkt auch. Und wir können sicher auch ein bisschen mehr dazu gewinnen. Aber das Business, Sportbusiness, ist ganz hart. Das haben jetzt gerade diese Woche so also Berichterstattung über Schweizer Olympiasieger. Spitzensportler auch, wo kein Sponsoring ist. Wie sieht das bei ihm aus? Das Leibl ist zwar voll, aber voll Sponsoren, aber leben können sie trotzdem nicht hundertprozentig vom Boxen. Das ist schon so. Also jetzt, wo ich für den Kampf jetzt 12 Runden vorbereitet habe, habe ich von meinen Brüdern Familie habe ich frei bekommen. Also ich darf jetzt trainieren, aber nach dem Kampf mal schauen, jetzt, ob ich ja, wie sie das alles nachher angeht, muss ich vielleicht wieder schaffen, oder? Ja, also aber jetzt sind Sie noch im Einsatz. Sie arbeiten im Spar. Genau. Ich arbeite ja, jetzt nicht 100%, aber einen Tag, zwei Tage vielleicht. Aber diese Woche nicht mehr? Nein, diese Woche überhaupt nicht. Nein, das, ja. Wir können ja keine Gesetzmäßigkeiten brechen, obwohl wir wissen, die Weltbesten verdienen sind Boxer. Roger Federer ist, glaube ich, Nummer 5 auf der Weltrangliste. Aber die Schweizer Verhältnisse, solange kein Fan. Es gibt drei Verdienstmöglichkeiten. Entweder zahlt das Fernsehen. Zum Beispiel Tele Basel oder Schweizer Fernsehen zahlt uns Veranstaltung oder es gibt Mäzen oder Grosssponsoren, ja, die das unterstützen. Oder das Dritte ist halt eine Mischung mit Ticketing, wie wir das machen. Und der Arnold verdient ein bisschen etwas und er kann auch trainieren und das finde ich eine gute Zusammenstellung. Und wir sind natürlich auch offen für offene, ja, weitere Optionen, deswegen machen wir das ja auch ein bisschen. Jetzt, Sie haben es vorher angedeutet, oder auch besser gesagt, was denn nach dem Titelkampf am Samstag kommt, je nachdem nach oder eine Niederlage oder nach einem Sieg. Wir hoffen alle auf einen Sieg. Was erwarten Sie persönlich von einem Sieg, was nachher auf Sie zukommt? Eben an Sponsoren, an Medien, ja, an Angebote? Ja, es werden sich viele Sachen ändern. Also eben Sponsor und so. Wir werden vielleicht bessere Trainingseinheiten machen können. Also vielleicht überhaupt nicht arbeiten, auch vor dem Kampf und so. Aber also ich kann mir erst nach dem Kampf wieder denken und was wir machen können. Was schaut für Sie aus als Promoter? Ja, Arbeit, nicht anders. Gebückt weiterlaufen. Wir müssen die Veranstaltung noch aufräumen. Es geht nahtlos weiter. Wir sind schon, also ich habe schon weiter geplant, bis Ende Jahr auch. Aber wie gesagt, ich möchte zuerst den Kampf, ich möchte nicht ablenken mit dem. Wir müssen zuerst eine Hürde nach der anderen machen, alles andere wäre Unsinn, oder? Eben einfach von wegen Hürde, das ist ja die nächste Hürde zum grossen Ziel von Arnold Cercei. Das tun Sie ja nicht hinter vorgehaltener Hand sagen, sondern ganz offiziell, Sie wollen Weltmeister werden. Seit wann ist das Ihr Ziel? Seit ich Profi geworden bin. Also ich hatte ein Ziel von mir gehabt und das Ziel ist, man muss träumen für das. Und Schritt für Schritt. Und ich will dorthin und meine Wünsche und alles wäre schön, dass ich mal Weltmeister werden kann. Was würde jetzt eine Niederlage auf diesen Traum hinbezogen bedeuten am Samstag? Wie gesagt, ich habe jetzt noch nichts irgendwie überlegt auf der Niederlage oder sonst etwas. Ich bin positiv
ein Sieg. Und, ja. Aber Ihr Manager, der das Ganze vielleicht ein bisschen plant, oder der Drei-Jahres-Plan auf, oder Drei-Phasen-Plan aufgestellt hat, würde das Ganze nicht über den Haufen werfen. Niederlage jetzt immer im Höhepunkt. Man muss das alles, dann, wenn es so weit ist, anschauen. Man muss das, man muss auch einen Sieg kritisch anschauen. Was können wir optimieren? Das werden wir auch machen müssen bei einer anderen Variante. Aber ich finde, wir haben alles dafür eingesetzt, dass es anders läuft. Auch, oder? Und, aber ein Sieg führt ja dazu, dass man quasi steigt im Ranking. Eben ja. Anfragen kommen von höher dotierten Boxern. Eine Niederlage, das Gegenteil. Ja, schaut, ich habe vorher schon gesagt, wir haben letztes Jahr schon Anfragen gehabt, vom Pulev einen EM-Kampf zu machen. Wir haben Hellenius gehabt, wir haben eine Weltmeisterschaft gehabt in einer WBF-Version. Also wir haben schon alle Fragen, das ist alles schon da und es wird weitergehen auch. Ich habe gesagt, der Fokus Arnold, er hat ja mal einen Zwischenfall gehabt, wo der Chisora ihn nicht wollte boxen. Das geht weltweit, er ist auf dem Fokus weltweit und wir arbeiten schönartig weiter und ich finde es schön, dass man das auch regional können stützen. Und wenn wir das noch können, ein bisschen kräftigen können, mit unseren starken regionalen Partnern, dann habe ich das Gefühl, haben wir auch die Option, sogar auch einen Titelkampf hier in Basel zu gestalten. Also jetzt geht es noch 4 Tage bis zu dem ersten Titelkampf, Karrierehöhepunkt von Ihnen, Herr Cercei. Was machen Sie noch bis am Samstag? Also ich werde noch locker noch so ein paar Trainingseinheiten abschließen. Nicht vieles, also daheim mit meiner Frau. Und ja, und dann ist der Samstag nachher los. Dann am Freitag ist ja noch das Wiegen. Genau, wir haben am Freitag noch Wiegen. Und haben Sie das Gewicht schon? Also ich bin Schwergewicht, also auf das Gewicht muss ich nicht zuschauen. Ich habe meine Kilo und so soll auch so bleiben. Ja, das Wiegen ist etwas Spezielles, das findet am Freitag um 7:30 im Volkshaus statt. Ich gehe jetzt oben den Bosnien abholen am Flughafen, gerade nach der Sendung. Der ist jetzt da, hat sich eine 3 Tage Vorbereitung und Angewöhnungszeit da. Und wir freuen uns, wie gesagt, wir freuen uns auf den Kampf. Es ist eine einmalige Geschichte. Wir haben für das hingeschafft, ja. Seit 3-5 Jahren. Haben Sie denn keine Angst, wenn Sie das so freundschaftlich betonen, dass man den empfängt, dass der provokativ beim Wiegen wird sie sich verhalten? Da hat es ja schon diverse Beispiele gegeben in der Profibox-Szene. Ja, also man muss ja mit allem rechnen auch. Aber ich habe erstens einen vernünftigen Boxer neben mir. Und wenn der andere unvernünftig ist, dann müssen wir halt das auf unsere Art auch schlicht. Es gibt sicher keinen Kampf im Pressewiegen. Okay. Noch ganz kurz, jedes Stichwort zum Schluss. Angelo Gallina, Wladimir Klitschko. Das ist ein Wunschgegner für den Weltmeisterschaftskampf. Kosovo? Vermissen. Kinderboxen. Kinderboxen? Soll ein Spieler sich vergnügen und einmal träumen von seinem Titelkampf. Und Nasenbeinbruch? Noch nie gehabt. Noch nie, doch. Passieren. Okay, hoffen wir nicht am Samstag. Merci vielmals für den Besuch hier im Studio und alles Gute für am Samstag. Drücken die Daumen. Ihnen daheim danke schön vielmals fürs Zuschauen und noch ganz schönen oben auf Tele Basel. «081 Live» ist Ihnen präsentiert worden von Crow Security.